Alleine? Nee, willst du nicht. Dann geh mal zurück. Zum Lager! Genau, und brüll nicht so rum, das ist meine Aufgabe. Die Burg Einige ist Uhrenspeerträger sind in Gruben entstiegen. Das müsste man den anderen NPCs, die hier rumbrüllen, auch mal sagen eigentlich. Nehmt eure Waffen! Geschmiedete Rüstung oder schwere Rüstung meinetwegen wäre auch noch wichtig. Alle mal herhören. Dass wir die Lanzenträger auch behalten. Es lebe die weiße Hand. Ah, noch so viel zum Forschen. Ja. Einige Uhrenspeerträger sind in Gruben entstiegen. Da kommen noch Waagreiter. Und dann sind wir auch schon fast voll an Commodores-Punkten. Genau. 11 haben wir noch frei. Das Lanzenträger kosten 20. Belagerungswaffen können wir ja eh nicht mitnehmen. Aber wo nachher eventuell ein bisschen schneller gehen. Und andere Sachen können wir auch nicht ausbilden. Also von dem her hier. Zwei Rammen noch dazu. Und weiter forschen. Mit den Klingen natürlich auch. Und das heißt wieder einmal Es warten. lebe die weiße Hand. Hauptsache, die weiße Hand lebt und wird uns alle vernichten. Attack of the 20 feet white hand from outer space. Oder so wäre das dann wahrscheinlich. Nehmt eure Waffen. Was ist mit der Musik los? Werden wir gleich sterben oder was? Also, jetzt unsere Truppen meine ich. Schickt die neue Ramme. Sieht nicht so aus. Klingen und Reißet sie seine Waagreiter, Grenze auf. Bannerträger, Rüstung. Ihr könntet noch ein Bannerträger-Upgrade auf jeden Fall vertragen. Es lebe die weiße Hand. Und geschmiedete Klingen dazu. Gleich kommt noch eine Es Ramme. lebe die weiße Hand. Haben wir 5. Das müsste eigentlich reichen. Lass die Waage los. Ihr kriegt noch ein paar Upgrades. Weiter Isengard. Und ihr braucht noch Rüstung. Wie das alles so schön leuchtet. Hier mal ein bisschen reinzoomen. Hallo. Bolzen einlegen. Hallo. Nicht weglaufen. Ja, so wie dazu. Ihr wolltet noch Rüstung haben und ihr kriegt noch Bannerträger und Feuerpfeile und Rüstung. Und die brauchen auch noch Rüstung. Das dauert ja ewig. Ja, ist das spannend. Aber die Lanzenträger sind fertig, genau. Oh, Bannerträger, ganz wichtig. Sollen ja schließlich wieder Truppen produzieren können. Rüstung. Rüstung. Oh, Industriegebiet, das ist gut. Kriegen wir wieder ein paar Rohstoffe mehr. Und demnächst können wir auch wieder Verwüstung einsetzen. Wo machen wir das denn? Suchen wir uns mal hier ein nettes Wäldchen. Hier sieht's gut aus. Da so. Oder hier drüben, wo die Elben sind, eventuell. Irgendwo da. Hier. Ich weiß nicht. Machen wir hier. So, Palantir. Verwüstung. Bam. 5000. Das muss reichen. Macht euch Die kampfbereit. haben nicht ewig Zeit. Rüstung. Schluss mit dem Feuerpfeile. Ihr Waagreiter. seid fertig. Macht eure Waffen bereit. Fertig. Urukai. Fertig. Aufpassen, du. Fertig. Macht
Fertig. Ihr seid auch fertig, gell? Genau. Ja, dann, hier können wir nichts mehr forschen. Würde ich sagen, wir... Ach, da, die Ramme ist gar nicht mehr mitgekommen. Wir greifen einmal an. Und zwar... Hier... Da. So, dahin. Nee, das Auge Saurons machen wir erst, wenn wir da sind. Das wird uns noch ein paar Boni bringen. Genau. Boni sind sehr schön. Die Waagreiter sollten wir vielleicht nicht unbedingt vorreiten, so die ganze Zeit. Und sich dann platt machen lassen. Das wäre nicht so toll. Ja, keine Disziplin, die bösen Truppen. Wir werden angegriffen. Ja. Auge Saurons. Geht man da auf zu den Elben? Da so? Genau. Ach, das scheint nichts zu bringen, solange die angreifen. Nee, die ducken sich da nicht. Aber wir können mal dahin gehen. Und wir versuchen da mal anzugreifen. Ein verfluchtes Land wäre noch praktisch, eventuell. Ja, schön vor der Festung, das bringt's auch. Da haut das Tor kaputt. Nein. Hier. So. Ja. Ja, ja, das passt schon. Wo sind denn die Rammen abgeblieben? Können wir hier alle außer die Rammen... Dass sie schon mal hier nach vorne hingehen. Dass sie dann schneller in der Festung sind. Ja, 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 ja. Das passt schon so. Dann muss das Tor noch schnell weg. Jetzt sind die Rammen da. Können wir uns ja mal ansehen. So, schön kaputt hauen, bitte. Ja, dann greift da eben den Wall an, meinetwegen. Angreifen ist doch nicht so schwierig. Mann, die würden da alle reinpassen. So, und rein. Und wir drehen die Kamera mal wieder richtig rum. Du schießt da mal rein. Balantier gibt, glaube ich, noch ein paar Boni. Ja, Geschwindigkeit, das ist nicht so der geile Bonus, aber naja. Alle rein, angreifen, nett, jammern. Eventuell, es dauert ja noch ein bisschen. Wenn noch Truppen draufgehen, können wir die ja noch mitnehmen. Ja. Dann haben wir in der nächsten Mission noch ein paar... Truppen dabei und müssen nicht so viele nachbauen. Das ist praktisch. Oh, jetzt geht da doch rein, verdammte. Alle rein, ihr auch. Dann greift da an. Naja. Also so diszipliniert sind sie auf jeden Fall nicht. Aber wir sind dafür gleich fertig. Hier noch ein paar. Und hier noch ein paar. Und upgraden. Damit es auch in die nächste Mission mitgenommen wird. Blutbad nochmal. Und dann ist diese Mission auch schon fast geschafft. Die Waagreiter natürlich auch noch schnell upgraden. Ich hoffe, die schaffen das auch in der Zeit noch schnell. Aber das könnte ziemlich knapp werden. Ja, vielleicht die Bannerträger noch, aber dieses andere nicht mehr. Es sei denn, die haben noch irgendwo einen Vorposten, so wie es aussieht. Greift mal an.
Wo haben die denn den Vorposten hingebaut? Angreifen. Zack. Wir nehmen noch ein paar Punkte mit für Rohstoffe. Noch ein paar nachbauen. Aber es müsste ja nicht reichen. Upgrades. Hier auch. Und ansonsten können wir hier auch nicht mehr viel machen. Außer eben warten. Und die können mal jaulen. Ja, es lebe die weiße Hand, würde ich mal sagen. Und es lebe auch unser Let's Play, denn diese Mission haben wir gleich geschafft. Die Logik ist jetzt atemberaubend. Aber nun gut. Da muss man eben durch. Hier geht ihr mal lieber auf die Elben. Vielleicht schaffen wir den Bonus auch noch. Hier auch noch. Nochmal hier Upgrades reinhauen. Und bei denen auch noch. Und dann müsste es eigentlich jetzt gleich gewesen sein, oder? Der Vorposten verschwindet. Und es ist geschafft. Bin ich mal gespannt, ob wir den Boni mitgenommen haben. Gewonnen. Hell yeah. Yo. Punkte. Sie. Wir haben den Bonus nicht mitgenommen. Da hatten sich wohl noch irgendwo Elben versteckt. Naja, egal. Punkte, die wir nicht brauchen. Rohstoffe, das könnten wir gebrauchen. Aber mehr auch nicht wirklich. Interessant, interessant. Östliches Rohan erobert, schön. Die letzte Schlacht zwischen Mordor und Minas Tirith liegt nur noch die Garnisonsstadt Osgiliath. Osgiliath. Das ist auch eine schöne Mission mit Böse. Eine sehr, sehr schöne Mission, darf ich dazu sagen. Ja, ja. Wir sind sehr gut ausgerüstet. Darum haben wir nicht, können wir nicht einfach die Armee nehmen. Na gut, Osgiliath. Die einst so stolze Stadt Osgiliath ist heute kaum mehr als ein Schlachtfeld im Krieg zwischen Gondor und Mordor. Mhm. Das wussten wir, glaube ich, vorhin auch schon. Ein Schlachtfeld zwischen uns und Mordor. Zwischen Mordor und zwischen Mordor und Gondor, so. Ja, okay, dann werden wir Gondor mal kräftig eins auf die Spitzhaube geben. Wir geben Gondor eins auf die Spitzhaube. Darf ich den jetzt auf eins auf die Spitze begeben oder nicht? Da. Lager der Menschen. Wir müssen es zerstören, um die Stadt zu sichern. Ja. Das Lager dieser Schwächlinge ist eine leichte Beute. Holen wir sie uns. Ja. Mach mal. Feuere mit einem Katapult Köpfe ab. Sammle die Köpfe von 100 gefallenen Gondorianern. Zerstöre alle Gebäude Gondors und sichere die Brücken. Das werden wir doch machen. Doch zuerst werden wir hier einmal. Brüchige Türme wachen über die Häuser des Feindes. Bringen wir die Türme zum Einsturz, damit sie alles unter sich begraben. Werden wir hier Sachen bauen. Und so. Und dann schicken wir den Troll hier mal hin. Und du darfst dir einen Stamm holen. Einen Baum und. Du auch.
Und du natürlich auch. Jetzt können wir hier mit den Katapulten. Können wir mit den Katapulten. Ja, Sachen abfeuern. Und wie uns der Tipp, also die Aufgabe schon gesagt hat, können wir auch mit Katapulten Köpfe abfeuern. Aber diese Option scheinen wir gerade noch nicht freigeschaltet zu haben. Sie sind durchgebrochen. Zieht euch zurück. Macht euch kampfbereit. Erstmal müssen wir hier diese Angreifer zurückdrängen und dann bauen wir hier eine Orkgrube währenddessen. Naratrim-Palast. Da ist doch schon eine Orkgrube. Stopp. Naratrim-Palast können wir noch bauen. Machen wir das doch mal. Und Türme natürlich. Wir wollen ja schließlich ein bisschen sicher sein. Denn Angriff ist, wie man weiß, die beste Verteidigung. Was mich interessieren würde, haben diese Katapulte Friendly Fire oder nicht? Wir können eigentlich auch mal hier das erste Lager einnehmen. Ist er direkt neben uns, da ist das legitim. Ja, die versperren uns in die Sicht in die Sonne. Was natürlich als böse Kreatur oder böser Feldherr oder generell als böses Subjekt meistens denkbar unlogisch ist. Denn welcher Ork ist schon gerne in der Sonne und sieht direkt hinein? Das weiß ich nicht. Greift an, verdammt. Ist doch nicht so schwierig. Hier können wir noch einen Turm bauen. Und dann Rambock, Schleuder. Hier können wir jetzt Trommler-Trolle bauen. Und hier weiterhin, ja, Orks. Hauen wir mal wieder 20 rein. Kostet ja nichts. Aratrim und Ostlinge ab Stufe 2. Ja. Hier. Angreifen. Nicht blöd rumstehen. Hier haben wir mal ein Palantir rein. Aha, da ist noch ein Lager. Ja, das wissen wir noch aus der guten Mission. Kampagne. Und da sind Katapulte. Das ist alles sehr spannend. Und wir haben dieses Lager. Heute Nacht braten wir Menschenfleisch. Jo, erobert. Eine neue Horde Orks. Schicken wir mal die Trolle hier auf das Gehöft. Wir müssen über den Fluss, um die Menschen zu vernichten. Es gibt drei schwer befestigte jede Menge Bogenschützen. Gute Ziele für unsere Schleudern. Ja. Apropos Bogenschützen. So, hier nehmen wir dieses Lager ein. Und hier direkt auch gleich das Gehöft. Und ihr geht mal hier auf den Turm. Ja, da kommt gleich das nächste Katapult. Oh. Könnte knapp werden für unsere tollen Trolle. Geh du mal dahin. Bisschen schneller, bitte. Alle zurückziehen. Und ins Lager. Hier werden wir gleich erstmal ein Schlachthaus bauen. So. Und dann sammeln wir uns auch im Lager. Könnt ihr da mal kurz drauf gehen, bitte? Perfekt. Das sind unsere Haradrim. Und ja, arg viele Bäume haben wir jetzt auch nicht. Müssen wir eben die abholzen, die gehen. Die da sind. Orkgrube. Trollkäfig. Und ihr greift da mal an. Dann noch ein Naratrim-Palast. Und gleich noch ein Schlachthaus hier. Können wir denn jetzt endlich mal Köpfe abfeuern, Mann? Oder müssen wir dazu zuerst die
den Bonus da mitnehmen.